Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus unserem Alltag. Heute haben wir uns die schwierige Aufgabe gesetzt, uns ein paar Klamotten zu kaufen, denn wir brauchen was Langärmliches und was Langbeiniges, wenn wir dann demnächst in Vietnam, Kambodscha, Laos unterwegs sind, wo es Mücken mit Malaria gibt. Und das ist jetzt schon der dritte Laden, wo wir sind. Draußen dröhnt die Copyright-Musik und der Krankenwagen. Ach ja, gibt bestimmt einen Strike. Und auch in diesem Laden sind wir nicht fündig geworden. Weiter geht's zum nächsten. Das sieht vielversprechend aus. Wenn die jetzt nur nicht zu teuer werden. Nee, auch hier sind wir nicht fündig geworden. Die sind zwar ganz schön, die Hosen, sind aber viel zu teuer. Wahrscheinlich gefaked. Und viel zu dick. Das heißt, da würden wir uns drin totschwitzen. Also Feuerwehr gibt's ja auch. Tja, leider sind wir nicht fündig geworden und wie ihr das in der Spiegelung hier hinter mir sehen könnt, es ziehen dunkle Wolken auf. Ich habe auch schon ein paar Tropfen gerade abbekommen. Wir müssen jetzt noch schnell da in den Supermarkt hüpfen und uns ein paar Kartoffeln und ein bisschen andere Lebensmittel kaufen. Das sieht aber ja nicht so wegen welche Karte, das sind nur die Bank. Da, mit der Visa kannst du ja Geld abholen. Ah, kein Ding. Wir holen noch ein bisschen Geld ab, dann springen wir schnell in den Supermarkt einkaufen, dann geht's ab zurück nach Hause. Ach geil, wie heute einfach mal wieder nichts klappen will. Der erste Geldautomat war außer Betrieb, der zweite hatte keinen Strom und der dritte hat die Karte nicht genommen. Wir sind wieder zu Hause, erstmal Zeit fürs Mittagessen. Ein paar gute Kartoffeln. Oh ja, da frittiert wieder mal ein Gockel. Das ist schon der dritte in Folge, aber der ist so unendlich lecker mit dieser Panade. Das ist so eine Fertigmischung. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich glaube, wahrscheinlich Mehl und ein bisschen Gewürze. Aber das ist so unendlich lecker. Und mein Schätzlein, was sagst du zu diesem Essen? Sehr gut. Ihr habt's gehört, sehr gut. Hört ihr das? Stille. Kein Gockelgeschrei. Kennt ihr das, wenn ihr im Sommer nach dem Essen einfach so richtig klitschnass geschwitzt seid? So geht's mir seit 2 Monaten. Alter, hier ist alles nass. Richtig eklig. Boah, was freue ich mich jetzt auf die Klimaanlage im Schlafzimmer, wenn wir noch ein bisschen was am Block machen. So, wir starten den letzten Versuch für heute noch ein paar Kleidungsstücke zu finden. Sind nochmal auf den Night Market in Janja oder Gianja, keine Ahnung wie man es ausspricht, gefahren. Und dann mal schauen. Das stimmt gar nicht. Ich dachte, wir fahren mit den Klamotten. Ach so. Ich dachte, heute Abend gibt es Bratkartoffeln. Ja, Nachtisch. Ach so, und Reispudding. Annika wollte schwarzen Reispudding. Okay, egal. Trotzdem, hier gibt es Buden mit Klamotten. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir da irgendwie was Schönes finden. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, gucken wir nochmal in Den Pazar oder so, ob wir da was finden. Ja, ist Annika doch tatsächlich fündig geworden. Was hast du denn gekriegt, mein Schatz? 2 Hosen. Ah, hier gibt es überall nur so Weiberklamotten. Für Männer haben die hier gar nichts. Schmeißt das Kind hier sein Wasserbecher auf den Boden. Das Kind schmeißt den Becher auf den Boden, die Mutter guckt. Ja, egal, lass mal liegen. Ich kaufe mir einfach eine Jogginghose. Und zwar richtig gute Markenkleidung. Von Adidas. Oder eine bestimmt 100%ig echte Adidas. Nee, lieber die Adidas. Die ist cooler. Dann sind wir die armen gefärbten Küken. Wir haben gerade mal gefragt. Eins kostet 10.000, also ungefähr 70 Cent pro Stück. Und da sind drin, überschlagen, ich würde mal sagen, so 50. Also Peter, wenn du die haben willst, ne? Kannst du ausrechnen, wie viel das kostet. Zur Erklärung, der Peter hat gesagt, er würde uns das Geld geben, wenn wir die alle kaufen und die auf dem Feld freilassen würden. Wie klein die ist. Wir haben ein kleines Katzenbaby. Wo das wohl herkommt? Aus einer Katze.
Aus einer Katze. Also Annika. Ja, Leute, war sehr erfolgreich für Annika, für mich eher weniger, aber wenigstens habe ich noch ein Fleischspießchen bekommen, den ich natürlich gütig, wie ich bin, mit der Katze geteilt habe. Sah auch echt schon ein bisschen abgemagert und runtergekommen aus. Und jetzt, scheiße, geht's zurück nach Hause. Keine Hose für den Jan. Da fährst du einmal kurz auf den Markt und auf einmal schütten sie dir die halbe Einfahrt zu. Wo kommt das auf einmal her? Naja, Wayne. Und da sind wir zu Hause. Hey, schubst die Alte mich fast vom Roller. So, dann lass unseren Zuschauern doch mal zeigen, was wir alles noch auf dem Markt ergattert haben. Denn wir haben nicht nur für Annika Hosen gekauft. Nein, es gibt noch viel mehr Zeug. Was hast du denn da? Keine Ahnung. Was ist das? Das schwarze Reispudding. Ah, dein Lieblingsreispudding. Was haben wir da? Keine Ahnung. Was haben wir noch? Capon. Capon? Capon. Capon? Was ist das? Ich weiß nicht. Flüssiger Kokoszuckersirup ist da drin. Das sind so Reisbällchen, wie so Mochi, glaube ich. Das sind diese Sesambällchen und das auch. Wobei, da sind wir nicht ganz sicher, ob das Bällchen sind oder ob da was anderes drin ist. Die sind auf jeden Fall mit dieser Bohnenpaste innen drin. Und was ist das da? Das ist gerollter Pfannkuchen mit Palmzucker. Warum ist der grün? Wegen den Kaponblättern. Sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus, auch wenn wir keine Ahnung haben, was in der Hälfte von dem Zeug drin ist. Und während wir jetzt das große Fressen veranstalten, ich drehe mich mal wieder ins Licht, würde ich einfach sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr reingeschaltet habt. Hat mich gefreut. Lasst mal ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und denkt dran, in 10 Tagen geht's los. Der Countdown startet heute am 9. Am 19. steigen wir wieder in den Flieger. Ich freue mich so sehr. Aber übermorgen steht erstmal noch was anderes Geiles auf dem Programm. Seid also gespannt. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao.